Liebe Bauern, liebe Bäuerinnen, dieses Jahr sind wir leider nicht in der Lage, Corona-bedingt ein gemeinsames Erntedankfest wie geplant zu feiern, sondern wir müssen auf diesem Wege hier des Landeserntedankfestes gedenken. Dieses Jahr war eine besondere Herausforderung in mehrfacher Hinsicht für uns. Natürlich kam die Corona-Krise im Frühjahr dieses Jahres dazu, schon zu schwierigen Witterungsbedingungen. Inzwischen sind wir stark geprägt von der Trockenheit, die fast über das ganze Land gezogen ist. Das hat dazu geführt, dass die Ernte in diesem Jahr sehr, sehr unterschiedlich war. Gott sei Dank sind einige Betriebe noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Andere haben in diesem Jahr in den unterschiedlichsten Bereichen sehr starke Ertragseinbußen hinnehmen müssen. Trotz allem hat uns dieses Jahr gezeigt, wie wichtig eine heimische Versorgung ist, wie wichtig es ist, dass wir als Bauern und Bäuerinnen unsere Arbeit tun, die Nahrungsmittelversorgung sicherstellen, auch wenn die ein oder andere Lieferkette unterbrochen war. Und das zeigt auch ein weiteres Mal, wie wichtig unser Tun ist. Dass wir davon dabei abhängig sind von Einflüssen, die wir nicht beeinflussen können, ist unser alljährliches Schicksal. Und so wollen wir auch dieses Jahr trotzdem dankbar gedenken dessen, was gewachsen ist, dessen, was wir auch an Schönem erlebt haben, hoffen in diesem Jahr für ein neues Erntejahr, hoffentlich ein gutes Erntejahr und hoffen, dass wir insgesamt in der agrarpolitischen Diskussion auch gemeinsam weiterkommen, gemeinsam auch die Herausforderungen von Klimaschutz, Artenschutz, Biodiversitätsschutz zusammen meistern und einsehen, dass viele Teile dazu beitragen müssen, dass wir in diesen großen Zielen, die die Menschheit schließlich herausfordert, weiterkommen.